Es ist der wohl schwerste Gang ihres Lebens. Mit versteinerten Mienen bahnt sich ein irisch-französisches Elternpaar den Weg in ein malaysisches Krankenhaus, um die sterblichen Überreste ihrer 15-jährigen Tochter zu identifizieren. Hinter ihnen liegen 10 Tage des Hoffens und Bangens. So lange galt Nora als vermisst. Eines der Rettungs- und Bergungsteams hat in rund 2 Kilometer Entfernung von dem Hotel eine Leiche gefunden. Die Leiche war unbekleidet. Gleich zu Beginn eines vermeintlichen Traumurlaubs in einem Öko-Resort im Hinterland der Hauptstadt Kuala Lumpur war Nora spurlos aus ihrem Zimmer verschwunden. Die Eltern, eine Irin und ein Franzose, äußerten mehrfach die Vermutung, dass ihre Tochter entführt wurde. Denn Nora galt als anhänglich. Der Teenager aus London war mit einem Gehirndefekt auf die Welt gekommen und hatte Probleme beim Gehen.